Andrei und Lina vorstellen. Sie kommen aus der Ukraine und sie sind jetzt in unserer Klasse. Ich würde einfach mal sagen, stellt sich mal kurz vor. Меня зовут Андрей, и это сестра Ирина. Ich bin Andre und das hier ist meine Schwester Irina. Das war super. Ich wollte einfach richtig toll. Sagen, setzt euch dann nach vorne hin. Und der Name. Die stinken. Wirklich? Und die Klamotten. Geh ich sofort um. Sei nicht so traurig. Möchtest du was essen? Nett. Oh, erzähl dir von Mama. Sag mal, habt ihr heute noch im Stroh geschlafen? Jedenfalls nicht hier so. Bitte mach dir nichts draus. Zusammen sind wir stark. Lass dich nicht einschüchtern. Lasst sie einfach ihr Ding machen. Bleibt stark. Auf Russisch oder was? Das ist eine sehr schöne Idee, aber die meisten aus der Klasse können wahrscheinlich kein Russisch. Und deswegen singen wir einfach klassisch Happy Birthday to you. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lilly. Das war doch schön. Und was habt ihr heute alles schon zum Geburtstag bekommen? Ich habe heute Morgen einen riesigen Geburtstagskuchen bekommen. Eine Wii, ein Pferd und ein neues Handy. Und du? Ich habe eine Schuhmarke bekommen. Das hier ist meine erste Mappe. Es ist nicht hässlich. Ich war schon lange nicht mehr in der Schule. Hat der ein Glück. Ob das wirklich Glück ist, wenn man nicht zur Schule gehen kann, darüber sollten wir vielleicht mal nachdenken. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit der Frage, was? Euch bitte in Vierergruppen zusammen. Ja, los! André und Irina sind noch übrig. Wer würde mit ihnen zusammenarbeiten? Ja, ich gehe. Okay, jetzt fehlt nur noch eine Person. Wer will noch freiwillig? Nee, also ich nicht. Wir auch nicht. Nicht mit denen. Na gut, ich komme. Also, was ist Glück? Ich schreib's erstmal auf. Wir waren in der Ukraine und es gab sehr viel Krieg und wir konnten nicht in die Schule gehen. Und wir hatten nicht viel Essen und ich bin glücklich, dass wir jetzt hier sind. Wir ahnen. Ich find's toll, dass ihr jetzt bald in Deutschland seid. Kinder haben Rechte. Diese gelten für alle Kinder, egal ob arm, reich, Mädchen oder Junge und egal welche Herkunft.